Im vorletzten Video haben wir einen Gleichstrommotor mit unserem Arduino geschaltet. Heute gehen wir einen Schritt weiter und wollen zusätzlich die Drehrichtung und Drehzahl des Motors ändern. Zur Drehrichtungsumschaltung werden sogenannte H-Brücken eingesetzt. Sie bestehen im Prinzip aus 4 Schalttransistoren, die wechselseitig so geschaltet werden, dass einmal Transistor 1 und 4 einschalten und der Strom in diese Richtung durch den Motor fließt, oder Transistor 2 und 3 sind leitend, wodurch der Strom in die andere Richtung durch den Motor fließt und er sich in die andere Richtung dreht. Wie der Name H-Brücke zustande kommt, dürfte beim Anblick der Schaltung klar sein. Solche H-Brücken gibt es in integrierter Form, zum Beispiel der L293D. Wir nutzen nur eine Hälfte, denn grundsätzlich könnte man damit 2 Motoren steuern. Über die Pins 2 und 3 stellen wir die Drehrichtung ein. Damit der Motor sich dreht, müssen die Anschlüsse unterschiedliche Pegel haben, also einer Low und der andere High. Um die Richtung zu ändern, werden die Pegel einfach getauscht. Der L293D hat einen Anschluss, über den wir mit P9 am Arduino per Pulsweitenmodulation die Drehzahl festlegen können. Eingestellt wird sie über das Potentiometer am analogen Eingang A0. Die beiden Taster arbeiten als Umschalter. Der eine dient zum Ein- und Ausschalten, mit dem anderen ändern wir die Drehrichtung. Das Programm habe ich nicht selbst entwickelt, sondern übernommen, weil ich die etwas ungewöhnliche Art der Programmierung zeigen will. Am Anfang werden einige Werte definiert. Die Pins bekommen Namen. Die Variablen darunter speichern den Status der Tasten. Wir brauchen die Motorgeschwindigkeit und wir merken uns, ob der Motor aktiviert ist, und die Drehrichtung. Die Pins werden konfiguriert und dann kommen wir zum eigentlichen Hauptteil. Als erstes wird abgefragt, ob eine der Tasten gedrückt ist, und die Einstellung am Potentiometer. Wenn sich am Tastenstatus etwas geändert hat, müssen wir reagieren. Wenn die Ein-Aus-Taste gedrückt ist, wird die Variable Motor aktiviert invertiert. Das passiert durch das Ausrufezeichen vor der Variable. Wir haben die Variable aber als Integer, also Ganzzahl, definiert. Was soll dabei herauskommen, wenn man irgendeine Zahl invertiert? Normalerweise geht das nur mit logischen Variablen. Aus wahr wird falsch und umgekehrt. Wenn man das mal ausprobiert, wird man sehen, dass irgendeine Zahl invertiert immer 0 ergibt. Wird die invertiert, wird daraus eine 1. Und dann wieder die 0. Der Wert wechselt also immer zwischen 0 und 1. Andere, strengere Programmiersprachen wie Pascal würden hier längst Alarm schlagen. Generell wird hier sehr lax mit den Variablentypen umgegangen. Die Motordrehzahl ist auch als Ganzzahl definiert. Wenn man aber eine Zahl durch 4 teilt, wird daraus nicht immer eine ganze Zahl. Andere Sprachen würden hier revoltieren, weil sie nur Operationen mit Variablen des gleichen Typs zulassen. Anfänger werden vielleicht sagen, gut, dass man da nicht so genau drauf achten muss. Ich denke aber, gerade Anfänger gewöhnen sich dadurch vielleicht einen schlechten Programmierstil an. Die gleiche Abfrage machen wir jetzt mit der Motorrichtung. Und dann werden die Steuerpins entsprechend umgeschaltet. Wenn der Motor aktiviert ist, wird noch der Drehzahlwert übermittelt. Und zum Schluss merken wir uns den letzten Status des Motors. Und auch das probieren wir natürlich in der Praxis aus. Trotz des etwas ungewöhnlichen Programmierstils funktioniert doch alles so, wie es soll. Ja, das war jetzt mal etwas umfangreicher. Aber hier haben wir jetzt die Grundlage, um kleine Maschinen oder Roboter mit dem Arduino steuern zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen und wir sehen uns morgen hoffentlich wieder.